dass man wirklich nur damit Geld verdienen muss, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber dafür bin ich auch nicht da. Auf YouTube das Rad nicht neu erfunden wird. Und ich habe die Weisheit auch nicht mit dem Löffel, ihr wisst schon. So, meine Lieben, ich hoffe, dass das jetzt so passt. Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ja, jeder, der sich jetzt nicht so mit der Materie auskennt, meint, man könnte einfach nur eine Kamera anmachen und loslegen. So ein Video dauert dann auch nur 10 Minuten. Ja, nee, ist klar. Es sieht tatsächlich ein bisschen anders aus, bis ich hier die Lichter aufgestellt habe und geschaut habe, wie es für mich am besten passt. Vergeht tatsächlich einiges an Zeit. Aber das soll jetzt nicht eure Sorge sein, aber ich finde, es ist ein ganz guter Einstieg in dieses Video. Und zwar habe ich mir ein paar Gedanken gemacht über die Feiertage, wie es denn so weitergehen soll hier auf meinem Kanal, auf YouTube. Ich bin jetzt allerdings nicht so der Typ, der sich irgendwelche Zahlen anschaut, Analytics und so weiter, sollte ich vielleicht mal tun. Aber ich finde, gerade mit Zahlen kann man sich unter Druck setzen. Und das möchte ich nicht, denn ich habe hier tatsächlich schon einiges an Druck, nämlich mit meinen 5 Kindern, meinem Haushalt, unser Geschäft, Familie, Ehemann, alles, was dazu gehört. Und YouTube ist für mich aus einem Hobby entstanden und es macht mir unglaublich viel Spaß, Videos für euch online zu stellen. Ich mag diesen Austausch, einfach diese Ideen, die ich weitergeben kann, diese Inspiration und von euch auch Tipps, die ich bekomme. Das ist einfach so, so schön, dieser Austausch, und das ist mir so viel wert. Und deshalb macht es mir nach wie vor sehr viel Spaß, auch wenn es natürlich sehr viel Arbeit ist. Das unterschätzen tatsächlich sehr viele. Aber ich mag es nicht, wenn ich dann zum Beispiel in Videos höre, ja, ich schaff's nicht und das ist ja so viel Arbeit. Wenn man das irgendwann als Job sieht, sollte man dann schon irgendwo versuchen, das Ganze aufrecht zu halten oder dann eben Abstriche machen. Denn zu einem normalen Arbeitgeber könnte ich jetzt auch nicht hingehen und sagen, hier, es ist mir ein bisschen stressig, ich schaff's nicht, es ist mir zu viel. Da muss ich auch morgens um 7 erscheinen bis, keine Ahnung, 16 Uhr meine Arbeit machen. Und dann bekomme ich auch am Ende des Monats mein Gehalt, mein Lohn. Und so sehe ich das auf YouTube. Es ist für mich so, dass ich jetzt etwas Neues für euch online stellen möchte und deshalb heute mal eine Runde mit euch quatschen möchte. Und zwar, ja, habe ich mir eben Gedanken gemacht, ich hätte total viel Spaß daran, euch Videos online zu stellen, in denen ich euch verschiedene Themen quasi vorstelle und euch meine Meinung darüber sage. Ich habe mir jetzt hier auch mal mein Notizheft hergeholt. Da stehen auch die verschiedenen Themen schon drauf, die ich mit euch besprechen würde. Ihr könnt mir natürlich auch Vorschläge machen, falls euch dieses Format überhaupt gefällt. Also ich würde es so machen, dass ich es dann vielleicht einmal die Woche online stellen würde. Nach wie vor auch noch die Vlogs kommen, beziehungsweise auch die Kochvideos, DM-Hauls und so weiter. Das würde bleiben, aber ich wirklich Spaß hätte, mit euch ja über ein paar Themen zu sprechen, weil ich einfach merke, dass die Resonanz dahingehend sehr, sehr groß ist, also gerade zum Thema Real Life, sprich, wie das mit der Familie eben ist, mit so vielen Kindern, mit der Ehe, Ernährung, was habe ich mir noch aufgeschrieben, Freundschaft zum Beispiel, Beauty, ja, dann YouTube und Instagram, die Schule, ja, solche Themen würde ich eben mit euch sehr, sehr gerne besprechen. Und deshalb habe ich mir hier hinten das so eingerichtet. Ich habe das alles neu gekauft. So, und jetzt hat meine Mama angerufen. Jawohl, also wo war ich stehen geblieben? Dazu wollte ich euch auch gleich noch was sagen. Mein Mann hat mir hier geholfen, das einzurichten, sage ich jetzt mal so. Das habe ich, wie gesagt, alles gekauft. Mir haben die Farben total gut gefallen. Und hier würde ich mich dann gerne immer hinsetzen und mit euch eben ein bisschen was bequatschen. Zum Thema, dass meine Mama gerade angerufen hat und dass ich euch das sage, das soll hier schon so sein, als würde ich dann, ja, wie mit einer Freundin quatschen, ne? So gemütlich würde ich mich dann einfach hinsetzen und verschiedene Themen eben durchgehen. Ich habe mir hier auch noch aufgeschrieben Style and Talk mit einem Ausrufezeichen. Natürlich könnte ich auch während einem Style and Talk mit euch verschiedene Sachen besprechen. Aber ich finde das so schwierig, denn, also nicht, dass ein Style and Talk schwierig ist, aber ich kenne mich. Ich spreche viel und gern. Italienerin, ich habe es gerade auf Instagram schon erzählt. Aber wenn ich dann irgendwie ein Produkt verwende
und das so anschaue, oder fällt mir sofort was dazu ein und dann erzähle ich dann davon und dann weiß ich wieder nicht, wo ich stehen geblieben bin, dann werden diese Videos immer so lang. Das ist eigentlich auch ein ganz guter Übergang. Und zwar hatte ich mir hier noch aufgeschrieben, welche Länge euch denn recht wäre. Also mögt ihr eher längere Videos, dass ihr vielleicht in der Zwischenzeit eure Nägel lackiert oder bügelt. Habe ich jetzt auch gemacht am Wochenende, habe mir dann so ein Laber-Video angemacht und das war total schön. Wobei ich Laber-Video gar nicht mag. Vielleicht habt ihr da einen besseren Begriff für mich. Jedenfalls würde ich euch da so ein Stück weit mitnehmen und euch eben unterhalten. Und dann wollte ich euch noch fragen, wenn euch das Format gefällt oder gefallen würde, was ihr für einen Vorschlag habt, wie ich das Ganze nennen könnte. Ja, mir ist nämlich dazu nichts eingefallen. Also ich habe mir auch dazu ein paar Gedanken gemacht, aber irgendwie dachte ich ja, Heidi Time schreiben viele in den Kommentaren, wenn ein neues Video online kommt, oder Heidi Tea Time, Heidi Coffee Time, frag Heidi, keine Ahnung. Also ja, schreibt mir einfach mal, ob euch dazu irgendwie was einfällt, was cool ist. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und dann seht ihr hier wahrscheinlich meine dicke, fette Kamera. So nenne ich sie ja liebevoll. Ja, ihr merkt schon, ne? Ich filme schon wieder nicht mit ihr. Hatte ich euch ja in meinen Jahresvorsätzen erzählt, beziehungsweise zu Vorsätzen im Allgemeinen, hatte ich ein Video gemacht. Das hat mir zum Beispiel auch sehr viel Spaß gemacht, einfach mal darüber zu sprechen. Und da hatte ich euch erzählt, dass ich mir jetzt mal vorgenommen habe. Ich habe ja nie Vorsätze, aber dieses Jahr wollte ich eben ein paar Sachen ändern, beziehungsweise mal ausprobieren. Unter anderem möchte ich jetzt diese Kamera verstehen, die schon ein bisschen bei uns ist, aber ich mich irgendwie nie rangetraut. Meine Zeit immer so abgemessen ist und ich dann, wenn ich was produzieren kann, weil meine Jungs auf den Liam aufpassen oder er schläft, schnell die Vlogkamera raushole und dann eben was für euch produzieren möchte. Ja, und wenn ich mit der dann aber filme, weiß ich nicht, ob das dann gelingt. Aber es ist eigentlich ein Quatsch, ne? Weil die hat echt eine gute Qualität. Hinten wäre alles schön unscharf. Aber ich glaube, das sind so Sachen, die nur einen Creator interessieren. Euch jetzt als Zuschauer weiß ich nicht. Also mir geht es so, dass ich es eben gern habe, wenn das alles so stimmig ist und dazu passt. Wobei mich auch die Sympathie der Person packt. Also die könnte von mir aus auch im Dunkeln sitzen. Aber das ist halt so der Anspruch, den ich habe, dass ich euch irgendwie trotzdem so irgendwie was Schönes zeigen kann. Das ist das, was ich euch sagen wollte, dass ich eben dieses neue Konzept für euch habe. Ich weiß, dass auf YouTube das Rad nicht neu erfunden wird und dass es nicht jedem gefallen kann. Ich kann nicht jedem gefallen. Wir können nicht immer einer Meinung sein. Das ist total klar und das ist voll logisch, aber dafür bin ich auch nicht da auf YouTube und ich habe die Weisheit auch nicht mit dem Löffel, ihr wisst schon, sondern wenn ich irgendeinen Tipp für euch habe oder meine, das wäre total toll, das möchte ich mit euch teilen, dann mache ich das auch. Und da freue ich mich eben wiederum über euer Feedback, über die Resonanz, einfach ja, dieser Austausch. Das ist das, warum ich YouTube angefangen habe. Und das habe ich zu Beginn jetzt schon gesagt, dass es einfach total schön ist und mir sehr, sehr viel Spaß macht, mit euch zu quatschen, euch mitzunehmen durch meinen Alltag, einen Teil von meinem Leben zu zeigen. Natürlich nicht alles, es ist hier sehr, sehr viel noch privat, logischerweise. Also ich weiß, wo meine Grenze ist und ich das aber trotzdem nach wie vor sehr gerne mache und das Feedback von euch dazu mich immer und immer wieder ermuntert und Freude bereitet, dass ich es weiterhin gerne für euch eben machen möchte. Auch wenn es mit sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit verbunden ist, das möchte ich einfach weiterhin machen. Und ihr wisst es ja selbst, dass ja mit YouTube natürlich auch oder Instagram natürlich auch Geld fließt, logischerweise. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass jemand von euch sich umsonst stundenlang irgendwo für einen Arbeitgeber hinsetzt und dann am Ende des Monats einfach nur ein Lächeln bekommt und ihr damit super glücklich wärt. Also ja, ich nehme euch schon viel mit, auch in den Urlaub und so weiter. Da fließt ja überhaupt gar kein Geld und das mache ich ja trotzdem nach wie vor sehr, sehr gerne, einfach weil es mir Spaß macht. Und ich glaube, sobald das so erreicht ist, dass man wirklich nur damit Geld verdienen muss, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, dann wird es anstrengend. Also alle, die sich damit selbstständig machen oder gemacht haben,
wirklich meinen höchsten Respekt, weil das ist schon echt richtig hart. Ich weiß das selbst, weil wir hier privat auch selbstständig sind. Wir müssen immer schauen, dass Aufträge reinkommen, ganz klar, weil sonst eben kein Geld reinkommt. Aber mit YouTube ist es ja nochmal ein bisschen anders. Aber das können wir sehr gerne auch noch besprechen. Das wäre eben auch so ein Thema, das ich mir aufgeschrieben habe. Also lasst es mich sehr, sehr gerne wissen in den Kommentaren, ob ihr Spaß daran hättet. Nach wie vor folgen natürlich die Vlogs und die anderen Videos, also Kochvideos und DM-Hauls und so weiter. Also daran wird sich nichts ändern. Dieses Format würde dann, wie es eben schafft, einmal die Woche online kommen oder alle zwei Wochen, je nachdem, wie groß da eben die Resonanz jetzt von euch ist. Ja, und jetzt hoffe ich natürlich, dass ihr mir dazu etwas schreibt, was ihr darüber denkt und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!